Genau, ja. Das ist das blaue Deck, das Kai so mitentworfen hat. Und ich denke mal, ich überlasse dir einfach das Wort und frage gar nicht blöd rum. Hier oben liegen die Länder. Wir haben davon 20 Stück plus diese 5. Und wir haben noch ein 21. gerade dazugelegt. Da hast du ein bisschen drüber geredet, warum spielst du so viele Länder, obwohl du eigentlich ein kreaturenbasiertes Deck spielst. Also lustigerweise erstmal das Deck bauen. Also das ist jetzt quasi eine geupdatete Version von dem Deck, was wir auf der Proto gespielt haben. Aber es hat sich um 2 oder 3 Karten verändert. Das Problem ist ja, dass du für diese Karte sehr viele blaue Permanents brauchst. Mhm. Und es gibt einfach gar nicht mal so viele. Okay. Also als wir dieses Deck gebaut haben, da haben wir einfach in diesem Magic Online Client alles reingeklickt, was es an blauen Permanents gab. Und das meiste ist auch einfach drin geblieben. Okay. Ich meine, diese Karte zum Beispiel, die macht nur was, wenn der Gegner rot oder grün spielt. Aber in Wirklichkeit ist sie einfach gut genug, weil sie dir 2 blaue Devotion gibt. Ja. Für diese Karte und diese Karte. Okay. Aber also das 26. Land auf der Proto haben wir mit 25 gespielt. Da hatten wir statt dem 26. Land einen Omen Speaker im Deck. Mhm. Kann man machen. Ich glaube, es ist besser, das 26. Land zu spielen mittlerweile. Aber das Problem an dem Deck ist, dass die ganzen Karten für wenig Mana, nämlich Cloud von Raptor, Judge Familia, Frostborn Wild, Tide by Damage, das sind gute Limited-Karten, aber eigentlich nicht wirklich Constructed. Mhm. Die sind einfach nicht besonders stark. Die sind nicht schlecht, die sind in manchen Matchups sogar sehr gut. Also wenn man gegen rote oder grüne aggressive Decks spielt, sind diese Karten beide sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Aber in den meisten Matches sind die einfach nicht so toll. Und deine guten Karten sind nämlich Tassa, Master of Waves und Bident of Sassa. Nightwish Spectre ist auch noch ziemlich gut und Jace ist okay, aber gar nicht mal so unendlich stark. Okay. Und das Problem ist, auf viele Decks, wenn du sagen wir jetzt 2 oder 3 Länder ziehst und den Rest Spells, dann ist das für viele Decks überhaupt kein Problem. Weil die einfach dann die Spells für 2 und 3 Mana casten und die sind alle gut genug. Und vor allem, man hat ja jede Runde mindestens einen Spell zu casten. Und das ist eigentlich in Magic ein sehr gutes Zeichen, dann gewinnt man normalerweise. Bei diesem Deck ist das ein bisschen anders, weil diese Spells unterhalb von 4 Mana einfach nicht so toll sind, mit Ausnahme von Tassa. Du wirst kein Spiel gewinnen, also höchstwahrscheinlich kein Spiel gewinnen, indem du nur diese Karten castest. Mhm. Du musst diese Karten casten, um zu gewinnen. Okay. Das heißt, du bist relativ abhängig, dein viertes Land Turn 4 oder Turn 5 zu treffen. Also gerade im Mirror-Match, wo es einfach nur um diese Karte und diese Karte geht, da brauchst du einfach das Land. Und deswegen muss dieses Deck relativ viel Land spielen. Okay. Um das ein bisschen auszugleichen, spielt man halt 4 Mutavoids, die halt sehr gut gegen alle Kontrolldecks sind, gerade hiermit. Wenn sie dann nämlich einen Board-Sweeper spielen und du hast noch einen davon und den im Spiel, dann ist Tassa zwar deaktiviert, aber Tassa selber stirbt nicht, weil sie indestructible ist. Und dann kannst du einfach mit deinem Land angreifen, ein bisschen Schaden machen und mit dieser Tassa-Ability und mit den beiden eventuell noch eine Karte ziehen. Ach so. Mh. Und das ist relativ wichtig, dass man hier, also wenn das alles Island wären, wäre das Deck deutlich schlechter. Okay. Dann würdest du halt viel, viel öfters nur mit Mana-Soßen rumhängen und könntest nichts mehr machen. Wozu ist denn dann dieser eine Nyktor-Schrein noch da? Da haben wir lange debattiert, ob es nicht besser ist, in Island zu spielen, aber ab und zu gibt es Stellen, wo diese Karte allein ein Spiel gewinnt. Also wir hatten auch auf der Proto noch 2 von diesen Cyclonic Rifts. Das ist für 2 Mana kann man einen Permanent beim Gegner auf die Hand bringen, aber für 7 Mana kann man alle Permanents auf die Hand bringen. Und mit Karten wie Tide by Damage und Nightfield Spectre kommt es durchaus mal vor, dass man Turn 5 auf 7 Mana kommt mit den Nyktors. Und das kann ab und zu mal Spiele gewinnen. Deswegen haben wir es gespielt. Mhm. Also wir waren zum Ende nicht sicher. Also wir haben diskutiert, ob wir einen zweiten wollen und wir haben diskutiert, ob wir gar keinen wollen. Am Ende haben wir einen gespielt, weil es meistens nicht wehtut. Aber ab und zu kommt es schon vor, dass man halt die Jungs hier nicht casten kann, weil man einfach 2 oder 3 blaue Mana braucht. Mhm. Du hast im Forum ja gesagt, dass du vielleicht sogar nur 3 Mutavolt spielen würdest, weil du dadurch ja auch nur farblose Mana hast und alle Kreaturen haben hier blaue Mana-Symbole. Genau. Also direkt nach der Proto, das andere große Team, hatte auch in der fälschlichen Annahme, dass sehr viel blau-weiß gespielt wird, ein rotes, aggressives Devotion-Deck gespielt. Und dann gab es noch ein monogrünes Devotion-Deck, was auch sehr aggressiv ist. Und das monoblaue Deck, davon haben wir auf der Proto 4 Top 8 gemacht und 2 waren auch im Finale. Und das Problem ist, dass diese Karte gegen, also wenn du wirklich nur schnell sein willst, ist diese Karte nicht gut. Sie macht einfach colorless Mana, du willst Turn 3 das hier legen, du willst das hier casten, du willst eigentlich gegen andere aggressive Decks diesen Mutavolt nicht aktivieren. Mhm. Du hast einfach keine Zeit dafür. Also wenn du in eine Stelle kommst, wo du Mutavolt aktivierst gegen andere Devotion Decks, verlierst du normalerweise. Okay. Und da ist es dann einfach besser, mehr Islands zu haben, dass man auch wirklich diese Karten immer Turn 2, Turn 3 casten kann. Okay. Das Problem ist, dass du so wenige Karten in deinem Deck hast, die mit dem Board von dem anderen Spieler interagieren, dass du halt einfach möglichst guten Draw auf deiner Seite brauchst, um das Mirror-Match zu gewinnen. Und diese Karte
hilft dabei nicht. Diese Karte ist gut in langen Spielen, wenn du halt zu viele Länder hast und du willst mit deinen Ländern ein bisschen mehr machen, als einfach nur für Mana tappen. Aber das kommt in Mirror-Matchen gegen andere Devotion-Decks eigentlich nicht vor. Okay. Und das kann schon wehtun. Also wenn man so als ersten drei Länder das hier hat, das ist teilweise ziemlich unschön. Also das macht keinen Spaß. Okay, genau. Also es geht auch hauptsächlich bei diesem Deck darum, Kurve zu legen. Deswegen hat man hier 8 Eindrops. Der Cloudfin Raptor wird immer größer. Der Justice Familiar kann eventuell gegnerische Spells countern, aber wahrscheinlich wegen dem eigentlich ist blauen er nur 1-1 Flying und blaues Mana. Ja. Genau. Also man will halt nicht Turn 2 anfangen, was rauszulegen. Also ab und zu kommt der halt schon, macht der halt gute Sachen, aber also meistens ist er einfach nur ein Mana 1-1 Flieger. Okay, dann Turn 2 kommt Frostburn Weird oder Tidebinder Mage, die beide, wie du sagtest, gegen rote Decks ziemlich solide sind, aber ansonsten hauptsächlich Devotion aufs Feld bringen, würde ich sagen. Also gegen rote Decks sind die beide endlos stark. Ja, also deswegen, man sagt auch, dass das blaue Deck ein ziemlich gutes Matchup gegen rot hat. Ja, also gegen normales rotes Agro-Deck sieht man sehr, sehr gut aus. Gegen dieses rote Devotion-Deck, die haben halt 4 Nyctos und die können eventuell mal so Turn 4, Turn 5, 4 Mizzio Mortars spielen, was dann dein ganzes Board abräumt. Das kann ein Problem sein, aber generell spiele ich immer gerne gegen rot und gegen das normale rote Agro-Deck ohne Devotion-Thema ist das sehr, sehr stark. Also okay. Gut, dann kommt 3, der Nightfall Spectre, den wir schon aus dem schwarzen Deck kennen, und die Thassa. Die Thassa hat zwei Fähigkeiten, und zwar erstmal, man kann Kreaturen unblockable machen, dazu muss man 2 Mana bezahlen, und in jedem Upkeep scryt man einmal. Und das ist, denke ich, eine extrem wichtige Fähigkeit, um dieses Deck ein bisschen abzurunden, weil man dadurch dann eben die Länder, die man später nachzieht, wieder nach unten legen kann. Genau, also auch generell einfach, dass es ein 5-5 Indestructible ist, der auch mit der Bedrohung aufwartet, dass deine Kreaturen unblockbar sind. Das reicht schon. Also es gab halt ein paar Deutsche und Ungarn, die haben davon nur 3 gespielt. Und das ist einfach falsch, denke ich. Also ich glaube auch seit der Proto spielen noch alle Leute immer 4. Also das Problem ist, dass die Karte Legendary ist. Das bedeutet, du darfst nur eine davon im Spiel haben. 2 davon zu ziehen ist nicht gerade spannend, weil Indestructible meistens geht sie nicht kaputt. Also es gibt 1-2 Karten, die sie kaputt machen können, aber es kommt nicht so oft vor. Aber es ist einfach so stark, das ganze Deck ist darauf ausgebaut. Es gibt einfach keine Alternative, davon will man halt 4 spielen. Okay, gut. Also wir werden ja gleich gegen ein schwarzes Deck spielen und da ist die Thassa eine Keykarte, würde ich sagen. Also die ist hauptsächlich wichtig, um das Spiel zu gewinnen. Dann auf 4 kommt gar nicht mehr so unglaublich viel, aber wir haben hier einen Master of Waves, wir haben noch Bidens und wir haben noch einen Jace. Also das hier, fangen wir an. Der Master of Waves ist schon mal erstmal eine relativ komische Karte. Er selber für 4 Mana 2-1, was grausam schlecht ist, dann bringt er diverse 1-0 Token mit. Also 0 bedeutet, dass sie halt direkt sterben würden, eigentlich. Je nachdem, wie viel blaue Devotion du hast. Meistens hast du so 4 oder 5 in Turn 4. Das heißt, er würde dann 4 oder 5 Token mitbringen und er selber gibt allen Elementals +1/+1. Das heißt, er selber hält diese Karten im Leben und die sind dann alle 2-1. Okay. Offensichtlich mehrere Master of Waves werden die Kreaturen größer, aber das Problem ist, dass der ja super fragil ist. Ich meine, der ist halt 2-1 und wenn der kaputt gemacht wird, sterben alle die Token, die er mitbringt. Weil dann ist halt dieser Bonus weg. Aber das Problem war, dass halt in diesem Turnierformat, wo wir gespielt haben, da gab es einfach relativ viele Decks, die überhaupt nicht mit deinem Board interagieren können. Nämlich zum Beispiel diese grünen Kreaturen-Decks. Und gegen die ist diese Karte das absolute Grauen. Die haben einfach nur, so ähnlich wie dieses Deck, die legen einfach nur ihr eigenes Board aus und buffen ihr eigenes Board. Und die können einfach nichts dagegen machen. Dann liegt da dieser kleine 2-1er rum, den normalerweise jeder gute Removal-Spell kaputt machen könnte. Aber sie haben einfach nichts entdeckt und sie sterben an den Token, die er mitbringt. Genau, also ein bisschen ist er ja doch noch, dass er was aushält, weil er hat ja Protection from Red. Das heißt, mit den roten Burn-Spells kann man ihn nicht anzielen, was auch wieder in dem roten Matchup extrem gut ist. Ja. Aber gegen grüne Decks und so, ja. Genau, also gegen die anderen Kreaturen-Decks ist er bleibt einfach meistens liegen, oder zumindest auf der Proto haben die Leute nicht so viel dagegen gehabt, weil sie mit dem Deck auch nicht gerechnet haben. Und da war er super stark. Also die anderen 4 Drops, Jace, wenn man mir garantieren könnte, dass man nur einen Biden zieht, dann würde ich lieber 4 Biden auf Sasa spielen, weil die Karte eigentlich besser als Jaces, weil man halt den Jace auch schwer beschützen kann, das ist halt das Hauptproblem. Aber das Problem ist, dass hier von 2 zu ziehen einfach total schlecht ist. Das hat auch Legendary, man kann nur 1 legen. Diese zweite Fähigkeit, dass man Kreaturen zum Angriff zwingt, die benutzt man zwar ab und zu mal, aber in Wirklichkeit spielt man diese Karte nur, damit diese ganzen kleinen Kreaturen, die man vorher legt, Karten ziehen können, wenn sie durchkommen. Und davon 2 ziehen ist halt einfach super schlecht. Da haben wir uns gedacht, bevor wir dauernd davon 2 in der Hand haben, spielen wir halt 3 und einen Jace. Okay. Der Jace ist okay, er ist nicht unbedingt toll in dem Deck. In manchen Matchups ist er sehr gut, aber meistens einfach nur okay. Aber wir wollten einfach noch eine 4-mal Karte haben, die auch wirklich was macht. Okay. Und dann haben wir noch 2 Karten, wo wir mit dem Gegner tatsächlich mal interagieren können. Das sind diese beiden Spells. Und zwar den Cyclonic Rift hast du eben schon einmal angesprochen. Der stiehlt manchmal einfach das Spiel.
Und die Rapid Hybridization sieht jetzt ein bisschen komisch aus auf den ersten Blick. Ab und zu will man einfach mal was haben, was man Gegner was kaputt machen kann. Also die Hybridization kann zum Beispiel einen gegnerischen Master of Waves kaputt machen, was in einem Moment super wichtig ist. Oder es kann mal einen gegnerischen Nightwheel Spectre kaputt machen, was auch super viel ausmacht. Und was noch ein kleiner Vorteil von der Karte ist, in sehr vielen Matchups ist diese Fähigkeit von Type bei der Mensch kaputt. Dass man eine rote oder grüne Kreatur permanent tappt, solange er im Spiel ist. Und wenn man hiermit was kaputt macht mit dem Gegner, was ja für ein Blaues als Instant super billig ist, gibt es als Drawback, kriegt der Gegner eine 3-3 grüne Kreatur. Mhm. Was ja schon ein relativ deftiger Drawback ist. Aber das kann dann wieder durch den Tide by the Mage egalisiert werden. Mhm. Also das sind halt mehr so Karten, okay, wir wissen auf der Proto nicht genau, was die anderen spielen. Wir wollen nicht komplett tot sein, wenn die anderen irgendwas legen, womit wir nicht gerechnet haben. Deswegen haben wir diese zwei Karten am Ende noch gespielt. Also auf der Proto hatten wir zwei Chronogriffs. Aber ich glaube, 1 und 1 ist einfach besser, weil man will auch keine 2 Rifts spielen. Also die Karte ist auch oft ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Drop macht, Turn 2, hat man noch ein blaues Pfeil, der Gegner spielt ein Removal auf 1 davon und man macht einfach in Response seine eigene Kreatur kaputt und kriegt dann dafür ein 3-3 ein Spiel. Mhm. Dann hat man halt keinen Kartennachteil und für einmal ein 3-3 ein Spiel gebracht, was halt ein sehr, sehr fairer Deal ist. Okay. Außerdem, wenn Tasse aktiv ist, kann man das hier auf die eigene Tasse spielen. Also das heißt, wenn die durch diese Devotion Ability aktiviert als Kreatur ist und da sie indestructible ist, geht sie nicht kaputt, aber man kriegt trotzdem den 3-3er. Okay. Das heißt, man kriegt für einen Mana als Instant ein 3-3er ins Spiel, was auch durchaus fair ist. Kann damit blocken und so weiter. Ja. Das ist auch der Nachteil hiervon. Es ist nämlich Return Target Non-Land Permanent You Do Not Control. Das heißt, man kann damit nicht eigene Sachen in Response auf Removal retten. Ja. Was halt oft doch eher nervt. Also ein Unsummon wäre vielleicht besser, aber gab es einfach nicht. Also ist nicht legal in dem Format. Okay. Was ich interessant fand, ganz besonders, war, dass du gesagt hast, der Bident und der Jace, die sind ungefähr auf dem gleichen Slot für dich. Und du hättest am liebsten 4 Bidents gespielt. Das heißt, der Jace ist für dich hauptsächlich zum Kartenziehen da. Genau. Das war für mich jetzt völlig neu und das finde ich echt extrem super interessant. Ja, das Problem ist ja, dass du quasi ein aggressives Deck bist. Du legst ja eine Kurve und du willst angreifen. Und diese Plus-1-Ability vom Jace, dass die gegnerischen Kreaturen im Angriff -1/-0 bekommen, es ist meistens einfach nicht relevant. Also meistens würdest du lieber dein Board weiterentwickeln. Okay, also die Theorie von dem Deck ist schon, dass du vorne sein willst auf dem Board. Ja. Und wenn du vorne sein willst, dann willst du keine defensiven Abilities benutzen. Mhm. Deswegen. Okay, gut, alles klar. Ich dachte, die ist hauptsächlich gegen Agro-Decks und gegen Control will man natürlich Karten ziehen, aber. Also ist halt zum Beispiel super stark gegen. Es gibt so ein weißes Vini-Deck, was auch Leute auf den Grand Prix danach ein bisschen gespielt haben. Dagegen ist halt Jace unendlich stark, aber dagegen ist das Deck eh schon super. Also da brauche ich jetzt nicht noch irgendwie mehr zu machen, weil. Okay. Da möchte ich eh gegen spielen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Sideboard. Okay. Genau, dann sind wir schon beim Sideboard und ich denke mal, du kannst uns am besten durch die Matchups leiten. Ja, also das Problem ist ja erstmal, dass man mit dem Deck überhaupt nicht viel Sideboarden kann und will. Mhm. Also du willst ja nicht deine wirklichen Action-Karten rausnehmen, Tassa oder Master of Waves, also die willst du halt kaum mal rausnehmen. Und jetzt kannst du aber nicht die Kreaturen da drunter rausnehmen, weil das dann halt deine wirklich guten Karten schlechter macht. Ja. Das heißt, du willst eigentlich immer nur so 3-4 maximal Sideboarden. Du hast jetzt hier oben verschiedene Counterspells für verschiedene Matchups. Mhm. Die 4 Gainsays sind super im Mirror-Match, weil sie erstmal Tassa countern können, sie können Master of Waves countern, sie können also Nightwheel Spectre. Generell, wenn der andere anfängt, hat er einen Vorteil, weil er die wichtigen 3 Drops zuerst legen kann, nämlich Nightwheel Spectre und Tassa. Und genau das hier umgeht das, weil du dann einfach Turn 2, wenn der andere anfängt, seinen 3 Drop countern kannst. Das ist schon mal super wichtig. Dann ist, weil beide keinen Removal spielen und beide einfach rauslegen, das Rift im Mirror Match sehr stark, was alles vom Gegner bounced. Dafür brauchst du auch einen Counterspell, um das loszuwerden. Und dann sind auch die 4 Mana-Karten, nämlich Jace und Domestication im Mirror, auch sehr gut. Und das ist einfach eine generelle. Also die Karte ist einfach offensichtlich monoblaues Deck. Es gibt halt nichts Besseres. Hatten wir auch eine lustige Diskussion im Testen drüber, weil der Franzose im Team, der wollte von Anfang an direkt 4 davon spielen und wir anderen nur so 2 oder 3. Und habt ihr dann auch gemacht, ne? Ihr habt, glaube ich, 2 gespielt. Wir haben 2 oder 3 gespielt. Mhm. Und da haben sich einige Leute ziemlich drüber aufgeregt. Weil das Problem ist, so eine Proto hat 300 bis 350 Teilnehmer. Davon sind 12 bis 15 von unserer Gruppe. Und unsere Gruppe ist relativ stark. Davon machen normalerweise 1 bis 3 mindestens Top 8. Also wir hatten jetzt, glaube ich, wir hatten 2 in den Top 8. Einer war 9., einer war 17., noch einer war 22. Das heißt, wenn du in dem Turnier gut abschneiden willst, wirst du wahrscheinlich gegen einen von uns spielen müssen. Das heißt, es ist offensichtlich vorteilhaft, wenn man davon 4 hat. Und das kam halt so ein bisschen rüber, als ob der versuchen würde, jetzt gegen uns selber zu gewinnen. Ach so, okay. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, haben sich einige drüber aufgeregt. Ja, also aber im Nachhinein hat es sich ja auch bewahrheitet, weil jetzt wird Gainsay ja auch 4-mal gespielt im Sideboard. Ja, genau, jetzt ist es halt für Mirage und es ist auch noch gegen die anderen blauen Decks ganz gut, von daher ist es halt eh okay halt. Und dann, das sind halt andere Counter, die sind halt gegen diverse Midrange-Decks ganz gut.
Also zum Beispiel gegen blau-weiß-schwarze Kontrolle oder so, da hat man einfach noch ein bisschen mehr ganz gerne. Mhm. Hiermit kann man Planeswalker countern, damit kann man alles countern, hiermit kann man böse Instants, Removal oder sowas countern. Achso, und noch eine andere lustige Karte bei dem Gates, hat noch einen anderen Effekt gehabt. Wenn man gegen blau-weiße oder blau-weiß-schwarze Kontrolle gespielt hat, die Matches haben meist recht lange gedauert, weil der andere Massenremove gespielt hat. Du musstest ein bisschen von deinen Kreaturen raus-sideboarden, damit er mit so einem Supreme World nicht immer fünf Sachen erwischt hat. Und das macht auf der anderen Seite Aetherling sehr stark, weil wir keinen Removal haben. Mhm. Und wenn er einfach aufs leere Board so ein Aetherling gelegt hat, war das Spiel einfach immer vorbei. Konnten wir nie was gegen machen. Mhm. Naja, und Gainsay countert nämlich auch Aetherling. Ah, okay. Mhm. Deswegen wollten wir da auch eh zwei von haben, weil wir dann, lustigerweise haben dann die Leute auch oft Aetherling gegen uns rausgesideboardet, was ich glaube total Katastrophe ist. Aber sie haben das Matchup einfach nicht getestet, weil das Deck nicht bekannt war. Ja. Also mein einer Gegner hat halt genau die Karten gegen mich rausgesideboardet, vor denen ich Angst hatte. Und hat dann irgendwie so Blood Baron of Viscopa reingesideboardet. Ja, kann ich aus erster Hand sagen, dass der nicht so geil ist. Genau, das macht einfach nicht so viel, während die Karte einfach total nervig ist. Ja. Vor allem, wenn er, ich meine, mit dieser Karte kann er auch danach noch Supreme Verdict spielen. Mhm. Und Supreme Verdict ist uncounterbar, das ist einfach, also es ist super schwer dagegen zu gewinnen. Ist der Wahnsinn. Dann haben wir noch zwei Rapid Stabilization, die hast du nicht erwähnt. Das ist hauptsächlich gegen die grünen Decks, nehme ich mal an, auch gegen Schwarz. Ja, das ist halt so gegen alle Decks, die halt mal nervige Kreaturen legen, die man nicht wirklich wegbekommt. Mhm. Also es gibt diesen schwarzen 6-6 Flyer für 4 Mana, der einfach ein größeres Problem ist, gerade wenn sie noch viel Creature Removal dabei haben. Dann gibt es in grün einen 5 Mana, für 4 Mana einen 5-5er. Der hat eine Fähigkeit, dass man, wenn man die aktiviert, kann man für, glaube ich, 3 Mana einen Schaden schießen. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, von dem grünen Deck diesen Master of Waves wegzukriegen. Mhm. Und das ist mit Abstand die beste Karte gegen das blaue Deck. Und das macht den weg. Und diesen, den Jungs für diese Karte einen 3-3er zu geben, ist halt total irrelevant. Also das tausche ich jeden Tag so ab. Domestication ist noch eine weitere Karte fürs Mirror Match. Die kann nämlich Master of Waves und Nightly Spectre klauen. Und lustigerweise kann man, ist auch eine der wenigen Karten, die Tassa loswerden kann. Weil wenn man nämlich selber eine aktive Tassa hat, kann man die Tassa vom Gegner klauen und dann durch den Legendary-Effekt die vom Gegner opfern. Da, das ist, dann, es würde zwar direkt dieser Effekt triggern, dass... I shit bricks. Ganz ernsthaft, habe ich noch nie gehört. Also, ich meine, diese Karte hat halt den Nachteil, dass wenn die Kreatur Power 4 oder größer hat, ist die kaputt, aber das ist egal, weil die Taste vom Gegner vorher kaputt ist. Ja. Durch den Legendary-Effekt. Das ist, haben wir überlegt, ob wir das spielen, aber am Ende dachten wir, Mirror-Matches spielen wir eh nur gegen uns selber, brauchen wir halt nicht. Okay. Also, wir brauchen jetzt nicht anfangen, 12 Karten gegen uns selber zu sideboarden. Ja. Da können wir auch genau 0 sideboarden, das ist noch immer dasselbe. Mhm. Und am Ende war es natürlich ein bisschen nervig, weil da die zwei Franzosen auch noch mit demselben Deck Top 8 waren. Aber ich glaube, die hatten auch keine Domestications. Ich weiß nicht. Also, ich habe im Swiss gegen einen Deutschen gespielt, gegen Wenzel lustigerweise, und der hatte Domestication. Aber ich glaube, ansonsten hatte das auch keiner. Ja. Jace ist so ein bisschen so, ja, es gibt halt viele Decks, die haben sehr viel Removal und dann gibt es halt dieses White Beanie Deck. Wogegen Jace einfach total super ist. Also generell das Kartenziehen ist nochmal nicht mehr so toll, aber die haben einfach so ein massig Power 2 Kreaturen und dieses minus 1, minus 0, das ist für die so unendlich aufwendig, diesen Jace zu töten. Dachten wir einfach mal, können wir so zwei von spielen. Fand ich in dem Deck nicht mal so toll, aber wie gesagt, du willst ja eigentlich immer nur so 2 bis 4 Karten sideboarden. Deswegen kann man halt, also ich meine, ich würde jetzt gegen Kontrolle auch nie diese 8 rein sideboarden. Genau, das wäre meine nächste Frage. Totaler Schwachsinn. Deswegen hatten wir auch weniger, weil wir einfach nicht so viel sideboarden konnten. Mhm. Aber im Mirror willst du einfach nur diese 4 haben und wenn es das Mirror gibt, dann willst du einfach genau das hier sideboarden und gut ist. Also und gegen Kontrollen möchtest du aber schon deine Jace reinholen? Würde ich. Ja. Also auf der Proto haben wir, sind wir auf 2 Jays hochgegangen, aber da hatten wir auch hier weniger von. Also jetzt mit der Liste, also gegen die meisten Kontrolldecks würde ich den haben wollen. Mhm. Mindestens einen Jace, 2 Negate, den Dissolve und 2 Gainsays. Das wäre so grob, was ich gegen Kontrolldecks raus... Und kein Jace? Ich würde noch einen weiteren Jace rausholen. Mhm. Ich würde auf 2 beiden drunter gehen. Beiden ist super zu ziehen, aber gegen Supreme Verdict, also davon einen zweiten zu ziehen, ist auch einfach super schlecht. Das, das geht einem nur auf die Nerven. Dann würde ich ein bisschen Kreaturen unten raus sideboarden. Dispel weiß ich jetzt gar nicht, in welchem Matchup man das jetzt unbedingt rein sideboardet. Also gegen das schwarze Deck, das ist offensichtlich sehr gut, würde ich auch dann rein sideboarden. Aber ansonsten... Wir sind nicht auch gegen, naja, Sphinx Revelation? Ja, aber da würde ich dann auch lieber das machen statt Dispels. Du willst ja auch Kurve legen und dann willst du so wenig Mana. Aber Sphinx Revelation, ich meine, also wenn sie das casten können, dann da kann ich mehr als einmal nach Freiheit. Ja, klingt logisch. Da würde ich keine Angst vor haben. Also auf Depot hatten wir jetzt auch mehr so ein bisschen, dass wir halt nicht wussten, gegen was wir spielen. Wir dachten auch, es spielen vielleicht viele Leute so schwarz-grün-weiße Midrange-Decks.
Und da ist dann auch Display ganz gut. Weil es gibt hier diesen 3-Mana Banishing und Doomblade und so, und das zu displayen ist einfach super. Ja. Da wollten wir auch nicht mehr als einen von haben, aber das hat irgendwie ganz gut gepasst. Okay. Und Negate ist auch so ein bisschen so, ja, ist ein guter Counter gegen die Kontrolldecks, ist ein bisschen spezialisiert, aber man weiß da noch nicht so genau. Also das Problem ist, diese Protoss, die sind meistens in neuen Formaten und man genau. weiß einfach nicht so genau, gegen was man spielt. Mhm. Und wir wollten aber so ein bisschen so einen breiten Fächer haben. Nicht, okay. dass da jetzt irgendjemand mit irgendeinem Deck ankommt, mit dem wir gar nicht gerechnet haben und wir haben einfach nichts dagegen. Ja, so ein Combo-Deck oder so. Genau, man weiß ja nicht, was man selber übersieht quasi. Ja. Also zum Beispiel haben wir das schwarze Deck komplett übersehen. Ja. Also. Okay. Ja, und wenn man halt dann sowas zum Beispiel hat, dann hat man immer noch so ein bisschen was gegen das schwarze Deck. Ich glaube, wir hatten auf der Proto sogar 2 Aetherling. Ja. Aber, also einer reicht davon auch schon. Aber ist auch, ich habe halt gegen ein schwarz-rot-weißes All-Removal-Deck gespielt. Gegen den habe ich Aetherling gelegt. Konnte einfach mal zusammenschieben. Schön. Konnte nichts gegen machen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen. Ja. Alles klar.